das ist das ultimative Ziel. Da will jeder einmal dabei sein im Leben. Das ist wie für einen jungen Fußballer einfach, der will einmal bei der WM vielleicht dabei sein. Und so ist auch beim Dartspielen. Jeder, der ein bisschen ernsthaft sich mit dem Dartsport auseinandersetzt, möchte dahin. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt Angst habe oder denke, ich verliere, aber ich habe einen gesunden Respekt vor ihm. Er steht fast 60 Plätze vor mir in der Weltrangliste. Wer da der Favorit ist, brauchen wir jetzt hier auch dann nicht zu sagen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und ich fahre nicht hin zum Verlieren, sondern ich möchte ihn schlagen auf jeden Fall. Er muss leider unbezahlten Urlaub nehmen, weil ich keinen Urlaub mehr habe dieses Jahr. Schönen Gruß auch an meinen Chef. Ja, und ansonsten werde ich es so machen wie sonst auch immer. Trainieren. Ich drehe noch nebenher ein paar YouTube-Videos für meinen Trainingskanal. Mache ich auch noch so ein bisschen als Hobby, um mich zu motivieren und auch, dass ich selber dranbleibe. Und weil ich auch viele Mails kriege, ja, was soll ich machen, wie kann ich besser werden? Dann habe ich mir irgendwann überlegt, anstatt jedem Einzelnen zurückzuschreiben, mache einen YouTube-Kanal, zeige das allen und das wird so mein Hauptding sein. Also Training, Arbeiten, mehr mache ich nicht. Das Wichtigste ist eben der Stand. Man sollte immer schön stehen, einen festen Stand haben und die Wurfbewegung so einfach und simpel wie möglich halten. Nur dann kann man eben auch kleinere Fehler ausmerzen. Das ist eigentlich, ja, das ist das. Und dranbleiben im Training, wie in jedem Sport. Ich finde es grundsätzlich super. Ich war ja noch auch dabei, als man überlegt hat, diese Abteilung einzuführen. Und ich war auch ein klarer Befürworter, dass diese Dart-Abteilung beim KSC eingeführt wird. Und was ich mitbekomme, ist es sehr erfolgreich. Und das sieht man ja auch jetzt, ne, an unserem Dartspieler, den wir da nach England abstellen. Ich finde es einfach gut. Es sind schon drei oder vier Mannschaften jetzt inzwischen. Sportlich, ich spiele ja für die erste Mannschaft. Wir haben einen richtig guten Kader, also mit richtig bekannten Spielern aus Baden-Württemberg. Ich sag mal, da ist der Anspruch für uns ganz klar, erstklassig zu werden, in die Bundesliga aufzusteigen und dort eventuell auch ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Also das Potenzial dafür haben wir auf jeden Fall. Willkommen in der lautesten Baustelle der Pfefferstadt. Jetzt geht's erst so richtig los. Eintracht Braunschweig. Fortuna Köln. Der FC Kaiserslautern. Der VfL Osnabrück. VfA. Hansa Rostock. Unterhaching. Der SV Meppen. Groß Asbach. Halle. 10 Spiele sehen, 8 Spiele bezahlen. Sicher dir jetzt die Rückrundendauerkarte auf ksc.de/tickets. Wir sehen uns im Wildpark.